Well, I couldn't possibly solve this mystery. Can you? Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Und heute ziehen wir unsere Favoriten für die 10 schockierendsten TV-Cliffhanger. Holy motherforking shirtballs. What? Wow. Okay. In dieser Liste sehen wir uns die besten Momente an, bei denen wir uns an die Brust klammerten und vor Schreck nach Luft schnappten. Wir wollen nicht bis zur nächsten Woche warten müssen. Verrate uns deine Lieblingscliffhanger in den Kommentaren unten. Nummer 10. Was ist gerade passiert? Das hat man davon, wenn man in Hongkong aufgewacht ist. Am Ende der zweiten Staffel von Alias durchläuft die arme Sydney ein Wechselbad der Gefühle. Stop being as stubborn as I am. From the beginning, I turned myself in that I would betray the CIA, but not you. I had to be careful. I needed you to trust me. Sie findet heraus, dass ihre beste Freundin tot ist und durch einen Doppelgänger ersetzt wurde und muss diesen Doppelgänger dann töten. Aber das ist noch lange nicht das Seltsamste, was Sydney in dieser Folge passiert. Ganz am Ende wacht sie auf und findet sich in Hongkong wieder. Alle um sie herum laufen auf Eierschalen, bis sie schließlich die Bombe fallen lassen. Sydney ist seit 2 Jahren verschwunden. You've been missing for almost 2 years. Stell dir vor, wie wir uns gefühlt haben, als wir nach dieser Enthüllung darauf warten mussten, dass die Serie zurückkommt. Ehrlich gesagt ist das einfach unhöflich. Nummer 9. Autounfall. Mit einem Moment wie diesem zu enden, erfordert viel Mut, vor allem wenn du noch nicht weißt, ob deine Serie für eine zweite Staffel ausgewählt werden wird. Listen, tough guy, we're not ready. Okay, we don't know how many of them are out there. Now we're no good to anybody dead. Es mag verrückt klingen, jetzt daran zu denken, dass Supernatural so lange lief, aber die Fans wussten nicht, ob wir nach der ersten Staffel mehr von den Winchester-Brüdern sehen würden. Und das Finale der ersten Staffel hat keine Gefangenen gemacht. Die letzte Folge endet damit, dass Sam, Dean und John Opfer eines grausamen und blutigen Autounfalls werden. Unsere Lieblingsjungs sind alle bewusstlos und die Folge endet, bevor wir wissen, ob sie jemals wieder aufwachen werden. We should start over, alright? I mean, we already found the demon. Natürlich, das tun sie. Aber in diesem Moment war es herzzerreißend. Nummer 8. Ritas Tod. Es liegt uns fern zu glauben, dass Dexter jemals seine Serienmorde aufgeben würde. Aber im Finale der 4. Staffel von Dexter hat er genau das versucht zu tun. I want you to disappear from my life. Like a ghost. A really annoying ghost. And you'll disappear from my life? I couldn't care less about your life. Nachdem Arthur, besser bekannt als der Trinity Killer, endlich vom Tisch ist, beschließt Dexter, dass er seine Familie vielleicht mehr liebt als die Fähigkeit zu töten und beschließt, sie aufzugeben. It's ruining my life. It is your life. I don't want it to be. Leider hält dieses Versprechen nur für eine gewisse Zeit. Als Dexter nach der Beseitigung von Arthurs Leiche nach Hause kommt, muss er feststellen, dass er den Serienmörder nicht schnell genug getötet hat. Arthur hatte bereits Dexters Frau Rita getötet und sie in der Badewanne zurückgelassen, damit er sie findet. I'm what's wrong. This is fate. Wir bleiben mit diesem Bild zurück und fragen uns, was Dexter bis zur nächsten Staffel tun wird. Nummer 7. Buffys Tod. Technisch gesehen ist Buffy Summers schon ein paar Mal gestorben, als die 5. Staffel The Gift lief. Aber die Version ihres Todes im Finale der 5. Staffel fühlte sich für die Fans noch viel schockierender und endgültiger an. No, Donnie, I have to. No! In einem verzweifelten Versuch, die dämonische Weltherrschaft zu stoppen, erwägt Buffys Schwester Dawn, in ein Portal zu springen. Aber so wie wir Buffy kennen, wissen wir, dass sie das nicht zulassen kann. Buffy springt selbst in das Portal, rettet die Welt und stirbt dabei. Die Folge endet mit einer Aufnahme von Buffys Grabstein, die den Zuschauern signalisiert, dass sie dieses Mal vielleicht endgültig tot ist. Natürlich wird sie später wieder auferweckt, aber wir mussten lange warten, um diese Information zu erfahren.
Nummer 6. Ich, Ross, nehme dich, Rachel. Die Gelübde, die auf der ganzen Welt gehört wurden. Tief in uns drin wussten wir immer, dass Ross nicht Emily heiraten sollte. Als Rachel bei der Hochzeit in London auftauchte, waren wir uns sicher, dass sie irgendetwas tun würde, um die Hochzeit zu vermasseln. What happened? Why are you here? I just needed to tell you. Congratulations. Schockierenderweise war es nicht Rachel, die Ross' großen Tag vermasselt hat, sondern Ross selbst. Während des Eheversprechens nannte Ross Emily versehentlich mit Rachels Namen. Hi, Ross. Hi, Ross. Take the Emily. Take the Rachel. Emily. Während Emily schockiert dasteht, fragt der Trauzeuge das Paar, ob er weitermachen soll, und dann läuft der Abspann. Shall I go on? Die Fans mussten bis zur nächsten Staffel warten, um herauszufinden, ob Emily eine entlaufene Braut oder eine verschmähte Ehefrau sein würde. Nummer 5. Eeny, meeny, miny, moe. Diese Folge von The Walking Dead bringt dich mitten in den Cliffhanger. Am Ende der 6. Staffel nimmt eine Gruppe namens The Saviors Rick und seine Freunde gefangen. Let's get her down and get you all on your knees. Lots to cover. Ihr bedrohlicher Anführer, Negan, übernimmt die Kontrolle über die Gruppe und erklärt, dass einer von ihnen für die Sünden der Gruppe sterben muss. Er lässt sich auf das schreckliche Spiel Eeny, Meeny, Miny, Moe ein und wählt ein Opfer. Eeny. Meeny. Miny. Moe. Aber anstatt uns zu zeigen, wen er auswählt, schaltet die Kamera auf die Sicht der Gefangenen um. Wir setzen uns in ihre Lage, während Negan sie brutal zu Tode prügelt. You can breathe. You can blink. You can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Nach diesem schrecklichen Moment mussten die Fans bis zur nächsten Staffel warten, um herauszufinden, wer gestorben war. Eine quälende Wartezeit, das ist sicher. Nummer 4. Die rote Hochzeit. Game of Thrones ist bekannt für seine Cliffhanger. Wenn eine Folge wie Hardhome damit endet, dass der Nachtkönig die Toten auferstehen lässt, muss man damit rechnen, dass ein paar Leute verblüfft zurückbleiben. Aber nichts trifft uns so sehr wie der Schock der roten Hochzeit. Die andere Sache, die diese Serie liebt, war, uns mit riesigen Cliffhangern zurückzulassen, und zwar nicht während des Finales, sondern in Folge 9. I feel I've been remiss in my duties. I've given you meats and wine and music, but I haven't shown you the hospitality you deserve. Diese Folge der dritten Staffel war nicht anders. Es war quälend zu sehen, wie Robb Stark und seine Bannerträger vor den Freys, die sie für ihre Verbündeten hielten, massakriert wurden. Lord Warley, enough! Let it end! Please! Das Schlimmste daran? Das Schlimmste ist der brutale Tod von Talisa und Caitlin, die dabei zusieht, bevor sie das gleiche Schicksal ereilt. Nummer 3. Grashalme. Wir haben uns alle gefragt, wann endlich jemand herausfindet, was Walter White vorhat und ihn verfolgt. Aber die Art und Weise, wie der DEA-Agent Hank Schrader von den Drogengeschäften seines Schwagers Walter erfährt, hat es in sich. Als er in Walters Haus abhängt, findet Hank ein Exemplar von Walt Whitmans Leaves of Grass in Walters Badezimmer. Das Buch enthält eine Notiz von Gale, Walters altem Meth-Laboranten. Hank verbindet die Punkte und erkennt, dass sein Schwager, sein Freund, Heisenberg ist. Walter White? You got me. Das Finale der zweiten Staffel lässt uns in diesem Moment zurück und wir fragen uns, was Hank tun wird und wie er Walter mit diesen neuen Informationen konfrontieren wird. Nummer 2. JR's Angreifer. Die Identität des Schützen von J.R. Ewing in der Serie Dallas war vielleicht eines der denkwürdigsten kulturellen Ereignisse der letzten 50 Jahre und machte die Zuschauer verrückt. You better start talking. Fast. Vaughn, all I can say is I am sorry. Sorry will not do.
Am Ende des Finales der dritten Staffel wurde J.R., einer der kultigsten Schurken der Fernsehgeschichte, erschossen. Wir sehen den Angreifer nicht, da J.R. auf dem Boden zusammenbricht, und wir fragen uns, ob er überlebt hat und wer es getan haben könnte. Das Fernsehereignis eroberte die Welt im Sturm. Der Slogan "Wer hat J.R. erschossen?" ging viral, bevor es etwas überhaupt gab, und nahm die 8 Monate zwischen den Staffeln 3 und 4 ein. Schätzungsweise 83 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner schalteten ein, um herauszufinden, wer es getan hat. I have finally figured everything out, that's all. You've been trying to frame me. Bevor wir unsere Top-Auswahl vorstellen, hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Der Zyklus beginnt von neuem. The Good Place. Es war die ganze Zeit der schlechte Ort. I can't believe you figured it out. Oh, God. You ruined everything, you know that? McDreamy ist verheiratet. Grey's Anatomy. Gerade wenn alles gut läuft, taucht die Ehefrau auf. What are you doing? Well, you'd know if you bothered to return any one of my phone calls. Hi, I'm Addison Shepherd. Shepherd? And you must be the woman who's been screwing my husband. John und Lucy, ER, eine doppelte Messerstecherei. Starbuck ist am Leben. Battlestar Galactica. Sie ist zurück und kennt den Weg zur Erde. It's gonna be okay. I've been to Earth. I know where it is. And I'm gonna take us there. Sam, der Gestaltenwandler. True Blood. Sam findet sich in der Hundehütte wieder. I'm not a killer, I swear. I'm a shapeshifter. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Wir müssen zurückgehen. Lost war während seiner 6-jährigen Laufzeit voller Geheimnisse und es gab in dieser Zeit viele Cliffhanger, die uns in Atem hielten. Wir waren verblüfft, als wir sahen, wie das Licht in der unterirdischen Luke anging, aber für uns ist das zweiteilige Finale der dritten Staffel das Beste. Während der gesamten Folge sehen wir eine depressive, alkoholkranke Version von Jack auf der Insel, in Sequenzen, von denen wir annehmen, dass es Rückblenden sind. Don't you look at me like that. Don't you pity me. I'm trying to help you. You can't help me! Doch am Ende der Folge trifft Jack auf Kate und erfährt, dass das, was wir gerade sehen, in der Zukunft stattfindet und die beiden die Insel verlassen haben. Jack schreit: "We have to go back!" auf Kate, als die Folge endet und die Zuschauer überall schockiert zurücklässt. Und noch verlorener denn je. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.